Was getan werden konnte, wurde am St. Antonius Hospital in Eschweiler getan. Das Personal trägt Mundschutz und für jeden, der hereinkommt, stehen Desinfektionsmaterial und Masken bereit und Informationen, wie man sich vor Ansteckungen schützt. Dennoch wäre es den Ärzten lieber, wenn Menschen, die meinen, sich vielleicht infiziert zu haben, nicht sofort hierher kämen. Wenn Sie Infektionszeichen haben, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Fieber, bitte nicht sofort einfach ungeschützt in die Praxis gehen. Bitte nicht sofort ungeschützt ins Krankenhaus gehen, sondern am besten anrufen. Und zwar nicht die 112, sondern den Kassenärzteversorgungsdienst, die 116, 117, den Hausarzt kontaktieren oder auch uns im Krankenhaus kontaktieren. Sollte sich nach dem Telefonat ein Verdacht erhärten, kommt die Hilfe auf jeden Fall schnell genug. In Eschweiler ist eine Isolierstation vorbereitet, in der sonst Patienten zum Beispiel wegen normaler Virusgrippe behandelt werden. Für bis zu 30 Menschen ist maximal Platz. Die Hygienestandards sind erhöht. Der Vorrat geeigneter Medikamente wurde aufgestockt. Wir sind im Übrigen auch in der Zusammenarbeit mit den einzelnen Schwerpunktzentren, Universitätsklinika Aachen, Köln, Düsseldorf, Köln-Merheim, Zentren, die dann schwerstes Lungenversagen behandeln, im engen Austausch. Also da sind wir eigentlich gut aufgestellt, ja. Maßnahmen, mögliche Corona-Infizierte von anderen Patienten zu isolieren, haben auch andere Krankenhäuser in der Region getroffen. An der Uniklinik stünde bei Bedarf eine Station bereit. Bereit stehen auch die Gesundheitsbehörden der Region. In der Städteregion und im Kreis Düren sind Krisenstäbe eingerichtet, ebenso in der Stadt Aachen. Vorsorglich Schulen und Ämter zu schließen, hält man dort aber noch für unnötig. Wir tagen zweimal täglich mit unserem Krisenstab und besprechen uns dort mit den Fachleuten, haben einen intensiven Kontakt mit den Krankenhäusern der Region und auch mit dem Gesundheitsministerium, sodass ich davon ausgehe, dass wir planerisch gut vorbereitet sind. Das Virus wird so schnell nicht wieder gehen, sagen Experten, zumal Infektionen nicht sofort auffallen. Wir wissen, dass natürlich viele Patienten zunächst völlig asymptomatisch sind und überhaupt keine Symptome entwickeln und trotzdem Virusträger sind und andere anstecken können. 10% dieser Patienten dann haben dann vielleicht schwerwiegendere Symptome und kommen überhaupt ins Krankenhaus. Viele von denen haben leichten Schnupfen, nur Halskratzen. Und das ist ja, macht das ja so ein bisschen schwierig in der Einschätzung. Wie recht der Chefarzt damit hat, zeigte sich nach unseren Dreharbeiten. In Eschweiler meldeten sich zwei Männer mit Fiebersymptomen, die in den vergangenen Tagen in einem Risikoland waren. Sie wurden vorsorglich auf die Isolierstation gebracht.